Ich bin in einem Schneekirchel-Plantage geraten, so wie es ausschaut. Überall Schneekirchel. Herrlich. Und zwischen die Schneekircheln natürlich auch Bärlauch. Sollte man allerdings erkennen. Ah, wie ich schon etliche Male dazu da. Wenn man nicht kennt, lasst es lieber bleiben. Ich glaube, an den Weg könnt ihr euch da im vorletzten Video erinnern. Oder vorvorletzten, ich weiß jetzt nicht genau. Auf alle Fälle habe ich da meine Wildkamera ausgelegt und die Mühle heute wiederholen. In dem Sinne, servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, wie schon erwähnt, Wildkamera, ich weiß nicht, gebe ich es an einen anderen Platz oder hole ich mir es. Da dürfte ziemlich viel umgeholzt worden sein. Traktorspuren relativ tief, also da dürfte man einiges geholt haben. Ja. Ich habe auf alle Fälle der Würstel dabei, das will ich mir grün, das ist mir auf eine besondere Art. Am Leo sein Ort, seht ihr aber dann alles später näher. Und ja, vielleicht ist es euch aufgefallen, ich habe mein Mikrofon wieder am Hut. Also da ist auch wieder ein riesiges Trittsiegel. Das war sicher kein Reh, sondern ein Hirsch. Ja, da sind etliche Bäume schon wirklich schön hin vom Borkenkäfer anscheinend. Ja, und ich weiß auch gar nicht, wie weit die reinfahren. Die dürften da trotzdem ganz schön weit reinfahren und anholzen. Dafür werde ich wahrscheinlich meine Kamera sicherheitshalber mitnehmen. Ich werde jetzt am Weg entlang struten. Mein GPS habe ich dabei. Ist natürlich eh schon eingeschaltet. Wir sind jetzt noch 400 Meter entfernt von der Wildkamera. Und dort gehen wir jetzt hier und dann schauen wir mal, ob überhaupt was drauf ist. Der Wind kommt von da drüben. Ich habe da ein bisschen einen Wildschwein gehabt im Nasal. Da ist da immer noch genug herin. Das schaut wirklich sehr schön aus. Irgendeiner beschwert sich da hinten gerade. Gut, aber wir müssen da über den Anbahn drüber. Wobei ich auch sagen muss, bei den Hindernissen da vorne, da sind auch schon etliche Bäume umgeschnitten. Also, die werden wahrscheinlich auch bald geholt werden. Ja, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da muss jetzt 58 Meter rein. Und das werde ich auch machen. Ja, das funktioniert gut. 18 Meter. Da ist meine Kamera. Und wie ich sehe, da war auf alle Fälle wer, weil der ist frisch abgebrochen. Ja, ich schaue da gerade durch und das schaut echt interessant aus. Also, dürfte der Hase sein. Rehleins, Wildschweindel, nein, noch nicht. Und das Allergeilste, ich glaube, da ist ein paar mehr Tags drauf. Na, das war ein Oberhammer. Ich kann es nicht genau erkennen, aber für mich schaut das aus wie ein Dachs. So, ich überlege mir gerade, ob ich nicht gleich den Stamm da niemand mehr essen mache. Ja, warum nicht? Das war mein Hocker dabei, aber ja,
da brauche ich glaube ich heute nicht aufbauen, da ist relativ schön windstill herin. Gut, mein Tischl baue ich mir alles auf und dann zeige ich euch mehr. So, ich habe mir da mal alles aufgebaut, na viel aufgebaut hat es heute nicht gegeben, aber ich habe heute wieder mein Jagdtischl dabei und das Ganze diesmal auf einen Notenständer. Das ist ein Dreibein, der ist optimal. Da steht das auch viel besser. Das Tischl ist auch ein bisschen größer als meine schwarze Biene. Und vor allem die Notenständer könnt ihr verstehen. Auf Teufel komm raus, da kann ich ein Stehbad draus machen. Aber habe ich ja nicht vor. Und dann gibt es heute wieder meine Waldviertel. Ich habe mir die schon geschnitten auf 3 Stickeln, so wie ich das gern habe. Ich habe mir auch gerade einen Bärlauch noch gepflückt zum dazu essen, weil ich habe keine Semmeln, nichts mit. Aber dann gibt es heute eine Besonderheit. Ich mache mir die auf dem X-Boil. Ich bin 95 in 90 bis 100 dabei. Und der Leo hat das letzte Mal in seiner Verzweiflung in seinem Video einen Ausweg gefunden. Er hat den X-Fire nicht anheizen können, weil es für Wind war. Jetzt hat er sich das mit dem X-Boil gemacht und hat das Blech vom X-Fire genommen und hat das oben drauf gelegt. Gut, ich sage jetzt dazu, er hat das mit dem 19er gemacht. Okay, Mittag ist, Sprengung war gerade. Ich mache das mit meinem 14er, das geht sich genauso aus. Da passen die auch schön auf. Also von daher sicher da kein Problem. Vielleicht mache ich mir es hintereinander, muss ich nicht alle drei gleichzeitig. Des Weiteren habe ich für mein Brennerdosel wieder mein Silencer quasi, also mein Reduzierer dabei. Also das funktioniert schon ganz gut, muss ich sagen. Ja. Jetzt noch ein Zweitstückchen aufgelegt. Es ist trotzdem noch so heiß, dass das Öl noch anfängt zum Brennen da oben, aber das stört mich nicht. So, jetzt war eine Obernehmer. Sind natürlich heiß. Und lege das eine noch drauf. Was war das? Ein Mutantenspecht? Habe ich auch noch nicht gehört. Pfah, jetzt ist wieder geklopft. Bist du narrisch? Jo, Mahlzeit. Mhm. Ja, mit dem Tisch bin ich jetzt zufrieden, muss ich sagen. Ein bisschen schwerer ist als der von der schwarzen Biene. Aber das ist mir eigentlich egal, er steht eigentlich besser. Ich kann die Höhen variieren, millimeterweise, wenn ich will. Und mein Mioktischerl ist auch eine Spur größer. Also ich glaube, das wird mein Begleiter jetzt werden. Herrlich. So da. Mein Würstchen noch nicht mehr. Also es schaut wirklich sehr gut aus. Es ist ein Hasch. Ja, ich denke, ich werde das nächste Mal mal wieder ein bisschen mehr Gaskartuschen mitnehmen. Ich muss die einmal leer bringen. Da liegen schon so viel angefangen daheim. Und ja, werden wir meinen Gasbrenner mal wieder mitnehmen. Ich kann gar nicht oft genug erwähnen, wie oft mir mein Grützer an dem Popo schon gerettet hat. Irgendwas Heißes angreifen oder so. Das war, glaube ich, der beste Einkauf, was ich getätigt habe. Ja, aber der ist natürlich schon da. Krankensaison. Gesund werden und alle Gesunden wird es mir nicht krank. Prost. Edel, schöne Temperaturen wieder. Ja, bald wird man die Jacken auch nicht mehr brauchen. Es ist endlich wieder schön still. So wie das am gernsten. Dann habe ich am Tischl da 2 Löcher drin. Werdet ihr vielleicht sehen.
Da haben wir das nämlich umgebaut, dass ich das Teil von schwarzen Pinnetischl da vorne einhängen kann. Wieder davon kann ich euch einblenden, ich habe das heute ehrlich gesagt daheim vergessen. Ja, der Kaffee ist leer. Und das heißt für mich, hat sich wieder super erledigt, war wieder eine schöne Zeit. Packe jetzt schon langsam wieder alles zusammen und gehe Richtung Retour, außer am Weg wieder. So, ich will nur die restlichen Schneeglitter nicht umhauen. Da kommt wahrscheinlich eh keiner her. Gehen wir. Jetzt wieder auf den Bahn zu, wo wir eh schon waren. Und ich glaube, da wird es jetzt nicht mehr viel geben. So, jetzt geht es auf die letzten Meter gewohnt retour. Da hinter mir könnt ihr sehen, da ist die Wiesen. Und ja, die Gegend könnt ihr sehen. Ich melde mich dann zum Abschluss noch mal beim Auto. Für den Bahn bin ich da jetzt extra weiter zugegangen. Boah, lauter Brombeerstreicher, muss man aufpassen, wenn ich da stehe. Aber er schaut schon gewaltig aus. Ach Gott, Brombeerstreicher sind ein Wahnsinn. Wahnsinn. Keine Ahnung, wann der Rest umfällt. Hoffentlich nicht jetzt. Ja, Freunde, ich bin 50 Meter bis zum Auto, dann bin ich da. Vergesst nicht nach der Verabschiedung, kommen noch die Bilder von der Wildkammer. Ich sag wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus, die Malen und pfiat euch, die Buben.